Okay. Servus Leitlan, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Causa Tirol. Heint geht es um sehr viele weltbewegende Themen, wie immer. Wir haben zum einen, haben wir jetzt wieder vergessen? Können wir gleich drauf. Also, das ist sagen, es geht los nach dem Intro. Enke Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for your soul? Perfekt. Ja, jetzt habe ich es schon wieder ein genial animiertes Intro gesehen. Ich kann es jetzt oft nicht mehr sagen. Das ist echt ziemlich cool. Richtig gut, stolz, gut bin ich da auch richtig stolz. Hast du Johanna eigentlich auch gemacht jetzt? Nein. Aber machst du es? Machen wir schon, ja. Bei dem Video ist das schon. Nein, weil es ist quasi ziemlich schwach. Du hast ja Zeit, also ja. Bei dem Video brauchen wir es jetzt nächste Woche. Muss auch noch nicht. Genau, das nächste Mal theoretisch müssen wir es sein. Wieso hast du einen Tape-Bomb? Ja, ist das so, jetzt halber. Nein, nicht wirklich. Kommt er noch. Nein, nicht wirklich. Also wie die Fußballer, was haben sie an Tape-Runde die Namen, dass es cool ausschaut. Das bin ich sagen, bei Fußball. Okay. Darf ich mit den Updates starten? Start mit den Updates. Noch ein Intro. Jetzt der Frogas, was es bei Insta Neues gibt in der Kategorie Update der Woche. Und wie gesagt, ich sage nicht mehr noch ein Intro. Alles gleich. Und das heißt auch. Okay. Okay, ich habe zwei Updates. Und das erste ist, nachdem ich letzte Woche angekündigt habe, dass ich in 4 Wochen gerne in Willy lernen, habe ich gestern die Welt richtig flexen, weil ich mit dem Stefan und 20 Kinder eine Radeltour gemacht. Und zuerst habe ich so ein Stoppie gemacht, also wenn ich auf dem Vorderradl bremst. Mhm. Und dann haben die Kinder alle gesagt, mein Bruder, kann auf dem Hinterradl fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, schau gleich mal. Nein, richtig gescheit aufgelupft und 3 Meter ist gegangen und hat mich fast hintergesteckt. Und oh, ich bin dran deswegen. Mit dem Wheelie jetzt da? Wheelie, ja. Okay. Ich habe tatsächlich auch ein Update der Woche, obwohl ich nicht einmal irgendeine Challenge hatte. Okay. Ich habe erzählt, dass meine Kopfhöreralben. Was hast du nicht so geschaut? Nein, nicht. Ich habe erzählt, okay, dass die Kopfhörer nicht mehr so richtig gehen und dass sie jetzt voll wackelt. Ja, jetzt gehen sie gar nicht mehr. Also ich höre nicht mehr mal einen Ton. Es ist einfach. Ich stecke die Kopfhörer rein und die höre einfach gar nichts. Das heißt, du kannst jetzt gut auf Kopfhörer. Ich hoch die Musik einfach laut. Momentan. Okay. Also aber gehörst du jetzt die penetranten Leute im Zug, die jetzt laut ihre Musik hochen? Nein, im Zug jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag und jede Woche Zug fahre. Stimmt, wie stimmt. Weißt du, ich wohne im Projekt, deswegen. Eben. Das sind die Vorteile. Der Vorteil. Ja, eben. Ja, du hast einen Vorteil. Ich habe ein gutes Update und zwar fahre ich morgen nach Bozen, um die erste Folge mit einem Gast aufzunehmen von der zweiten Staffel. Und es ist ja die erste Frau in unserem Podcast und ich bin extrem stolz, dass es die Veronika Wittmann geworden ist. Ist bei Downhill-Weltmeisterschaften Top 5 gewesen, im Gesamt-Worldcup bei Downhill Top 3 und sie hat sicher ein paar extrem gute Geschichten und ja, ich freue mich. Ich bin voll stolz, wer das gesagt hat, als ob so seine Leistung war. Und der Verratung? Ja, das ist auch sehr organisiert. Nein, schon organisiert, schon, aber ich gleich. Er hat es nicht einmal aufgenommen und schon voll stolz auf dem Podcast. Was dazwischen. Ja, Magari fällt mir das Suche aus oder so. Es war eh schon 30 Mal ab, also es ist eh schon verschoben, so gefühlt. Seit einem halben Jahr schon. Aber geht's mal. Ja, ganz fein. Hast du auch kein Update? Ich habe noch eins. Ich habe ja gesagt, ich bin ja Formel 1 Fan, oder? Mhm. Wisst ihr das? Ja, jetzt ratet nochmal, wer das Wochenende gewonnen hat. Der Hamilton. Ja, und wer ist Zweiter geworden? Oh, wenn ich das fragst, jemand von Ferrari? Nein, es sind alle die gleichen drei. Ach so, wirklich Seiten erst. Verstappen. Raikönnen. Hey, ich kenne Nicht, dass ich kenne Leinsam. Der Raikönnen fährt Alfa Romeo, der kriegt einmal Punkte. Okay. Der ist einmal unter den ersten 10 normalerweise. Okay. Auf 4 bei der Ferrari. Ja, und dritter Bottas. Jetzt rennen. Also du schaust und du bist da 1000%ig sicher, das Podest ist Hamilton, Verstappen, Bottas. Die Reihenfolge kann möglicherweise variieren. Das war wieder Witz, ich war sein Sohn. Ja, okay. Das ist vorletzte Woche. Ja, da war wirklich das schlechteste Auto. Letzter? Nein, vorletzte. Es gibt nämlich noch einen Mazepin. Okay. Das heißt so ein Living Meme, dass er in seinem Haus jetzt rennt 30 Mal aus und der fährt das schlechteste Auto. Und dann der Rennstall, der heißt Haas, der hat alle die Motoren von Ferrari, aber von letzten Jahr. Okay. Und die neuen Ferrari-Motoren sind schon schlecht und die alten Ferrari-Motoren, die sind so wirklich grauenhaft. Die sind grauenhaft, deswegen. Ja, ich verstehe. Und ich das auch mal unsprechen gewählt. Gut, dann können wir die 10 Fehler der Woche. Sehr gut. Und nun folgen die größten Entgleisungen der letzten 7-tägigen Zeitspanne in der Rubrik Fail der Woche. Hey, wie schon? Und zwar ist der Fail der Woche das Mal nicht direkt auf mich bezogen, sondern auf einen guten Kollegen von mir, auf Max. Und zwar mir vor einer Woche
in den Insta unangekündigten 3000 Meter Lauf gehabt, weil der Lehrer die Philosophie gehabt. Ja, wenn ich den ankündige, dann fahr Lola. Ja, das stimmt. Heilig, jawohl. Das ist eine gute Philosophie. Ja, blau, ja. Und, ja, scheiße, jawohl, ja. Na, zum Schluss kriegt echt jeder, was halbwegs ein bisschen Sport macht, so nein oder so, oder? Du stellst das jetzt für. Was hast du gekriegt? Danach sind wir in zwei verschiedenen Gruppen gestartet und in der ersten Gruppe war ich, der Max und Tischnerpo. Ja. Und gestartet und der hat uns da für so ein Sportabzeichen gibt es die Goldzeit und hat dann auf 3 Kilometer 13,20 oder 13,25, sowas. Dann starten wir und der Max und der Alex tichen vor allem weg und ich habe mich kurz dahinter gehalten. Und das sind uns, bei uns sind das 7,5 Runden. Ja. Yeah. Und ich habe uns relativ gut hingetualt und auf die letzten zwei Runden haben wir beschleunigt und auf der letzten Runde habe ich ihn Alex überholt und auf der letzten halben Runde war ich neben dem Max. Und ja, Max, das packen wir sich gleich jetzt. Und 100 Meter vor dem Ziel, das war unten beim Fußballplatz, oder also ein bisschen eine Wiese, und er tut und knickt weg rechts von mir und speit voll weg. Nein, glaube ich nicht. Ohne Witz? Ohne Witz. Während dem Sportlauf? Ja, während 100 Meter vor dem Ziel. Was hat er am Mittag gegessen? Nein, es war vor dem Mittagessen. Oh mein Gott, mir soll noch mal Mittagessen gehabt. Dass er sich umsteigert. Ja, eben, er hat bis an die Grenze gegangen, ja. Weil er hat dann auch gesagt, auf der dritten Runde hat er gemeint, er muss speien, aber er hat sich gedacht, das packt er. Und ja, weil ich gesagt habe, jeder, was halbwegs eine Zeit macht, kriegt 9 oder links. Ich die beste Note kriegt mit 8 bis 9. Was? Wirklich? Also ohne Gitschen, die Gitschen waren ein toller Wien. Ja, aber die Olympiaden, was ich gesagt habe, die sind ja keine Olympiaden, wie heißen das? Die Abzeichen da zwischen Bronze, Silber und Gold, das ist ganz lustig, weil da wir auch, das haben wir auch machen gemisst und da war allem, das erste, was wir gemacht haben, war Standweitsprung. Ja. Und das ist eigentlich nicht so schwierig, da Gold zu kriegen. Mhm. Also für jemanden, der was halbwegs einen Sprung gekauft hat, geht's. Ich kann es gar nicht richten. Ich bin gerade und gerade auf Bronze gekommen und dann habe ich wirklich die ganze Stunde allem probiert und dann bin ich auf Silber gekommen, gerade und gerade. Und das Auto startet konnte. Ja. Oh, klingt das und danach hat er allem wieder, er muss unbedingt die Abzeichen machen und jetzt ist alles so gesagt, wegen Corona und wir alle keinen gekriegt, deswegen. Helmer mein Vorteil. Ja, da waren wir im Schwimmgang auch einmal, oder? Ja, er hat uns gesagt. Ah, wirklich? Wir haben das letzte Jahr noch vor Corona. Weil ich jetzt allein gewollt habe, mit den Buttis mit den langen Rennhosen kommen. Ich habe nicht sogar gefragt, was es am Team muss, damit ihr am besten. Damit er ein bisschen durchzieht beim Schwimmdienst oder weil bin ich jetzt nicht so flüsterlein. Ja, dai, wohl. Easy. In Jahr haben wir Schwimmen gesehen, haben wir grandios. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du, man muss ja dazu sagen, die meisten von unserer Klasse haben sich dann durchgezogen. Ah, wirklich? Haben wir einfach angebrochen? Ja, noch. Was 3 oder 3000 Meter ist jetzt nicht wenig, weißt du? Stimmt. Wie viel, was ja, aber der Lehrer hat gesagt, du kriegst positiv, wenn ich es durchziehst. Und auch wenn ich ganz langsam laufst, aber durchziehst. Und die waren einfach keinen Bock. Was haben sie gekriegt? 5, 4? Ich glaube, offiziell kriege jeder einen zweiten Versuch. Nächste Woche sind wir wieder in der Schule schauen. Ja, weißt du auch nicht besser, dann magst du noch einmal probieren. Ja, ja, oder? Frisch beim ersten Mal. Ja. Der Start ist ja ganz langsam. Die Ohren sind schon, obwohl sie eben unsportlicher sind, haben sie gemeint, sie müssen noch mit Max mitstarten beim Anfang. Ja, genau. Bei uns sind frustrierend. Bei uns sind alle zwei Hockeyspieler. Und die Sams sind alle voll gestartet. Und mir schauen vier gekommen, nein, das ist richtig schon auch. Und dann irgendwie die erste Runde, dann bin ich halbwegs so hinter ihnen gewesen, so 10 Meter. Die zweite Runde, okay, ein bisschen dahinter. Und dann ab Runde 5 oder so, waren die haben mich teilweise überrunden. Und ich komme ins Ziel und lieg komplett, weißt, wenn ich so richtig niederfallst und da einfach gleich mal, hey, ist ja bei sich angewendet. Ja, logisch. Dann kommst du ins Ziel und alle liegen in der Wiese und probieren irgendwie zu schnaufen. Komm, und die Hockeyspieler, sie laufen weiter, um auszulocken, weil halt tut man bei ihnen so, bei Hockey heißt es so viel provokant noch, weißt. Also ich habe einmal gefallen beim Auslauf letztes Jahr und nachher war ich und der Luke haben beide gefallen und dann haben wir halt gesagt, wir holen es halt noch die Woche drauf nach und alle anderen haben halt so, komm da, Fußball spielt irgendwas draußen und wir sind halt die 3 Kilometer halt gerannt und der Luke war halt so, ja, er rennt jetzt halt einfach mit mir mit. Und dann ist das so, die ersten zwei Runden ist er voll gut gegangen und den Geiling ist er voll hingebrochen, bis in der Lafine und dann komplett überrunden und auch noch. Schön, ne? Also, ja. Bei uns, der Dingste, der eine ist halt mit Kopfhörer gelaufen und die letzte, war gleich an der letzten Runde, hat dann allem voll umgekehrt mit sie singen und dann hast du so vorne gehört, wie er so halb mit musst und kurz davor ist sie kollabieren und dann kommt er ins Ziel hin, so gut, das ist halt das Beste. Der Ausdauerlauf ist halt das Highlight. Und am besten ist allem für die Leute, die es nachholen müssen. Ja. Und dann ist die ganze Klasse, was er schon gemacht hat, daneben und geht da voll auf die Socken, dass irgendwie voll laufen muss. Das ist so gut. Das ist Standard. Das ist bei uns halt mal so gewesen. Ja gut, nach hast du auch einen Fehler Woche? Ich hab davor gesagt, so Bluff-Fails. Ja, tatsächlich. Mein erster Fehler ist immer mit dem... das ist mir noch nie passiert. Ich war in einem Pizzakarton
Auge tun und dann mit dem Pizzakarton geschnitten. Verschnitten. Okay. Und dann so gepliert und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Was sag ich? Also, allein, ich bin da beim Tisch gesessen und ich habe gerade mit dem Karton geschnitten und dann haben wir umgeschaut, wie. Habe schon einmal wirklich ein Highlight von der Woche. Habe sehr intensiv. Und auch dadurch, dass ich ein großer Hinterfan bin, der Präsident von Inter, der zahlt das Spiel auch nicht mehr. Hat einfach kein Geld mehr. Also sie haben im kompletten Campionat gewonnen und jetzt ja, er hat kein Geld mehr, deswegen kann es nochmal ein bisschen knifflig werden. Ja, er sagt jetzt zu den Spielern, er will, dass sie auf 2 Monatsgehälter verzichten. Boah. Auf 2 Monatsgehälter. Hey, später. Ja, wir haben das gleiche gedacht. Besonders nachdem sie ins Scudetto gewonnen haben. Ja. Ist Barca auch voll im Minus? Boah, hey, kann was ja, sein, ich kenne mich da nicht mehr aus. Also grundsätzlich... Ich habe es für 100 Millionen gehört. Ja, hey, ich weiß nicht, von mir haben wir mehr. Wir haben, glaube ich, 102 oder 106 Millionen Schulden und der zahlen die Spieler nicht. Weißt du, das ist doppelt. Und da gibt es halt Vereine wie Real und Bayern, die was halt Millionen haben. Die haben nie zu wenig Geld, nie im Leben. Und dann gibt es einfach da Intermannschaften, die was einfach halt zu wenig haben. Aber er braucht es auch, sie ist was langweilig. Ja, logisch, das ist langweilig. Ja, klar. Gut. Dann fällt es ihm einfällt, der Woche gleich nachher. Hat es mit dem Dezit hin? Nein, heißt ein Triple M. Okay. Was? Heißt eigentlich gar nicht. War eigentlich ein Update. Nein, wo kommt es wirklich nicht. Also, die kosten aber sogar, also das ist jetzt nicht so, dass die nichts kosten, oder? Das kostet schon ein bisschen. Du, ich habe es gratis gekriegt, weißt du? Okay, jetzt erzähle ich richtig die Geschichte von Tape. Also, der Patti hat gestern wieder Handwerk gekriegt, okay? Ja. Und heute in der Schule, dass ich noch halt das Tape angetan und hat sich halt gewählt, ein neues Album zu tun. Aber hat dann irgendwie keinen Bock gehabt, das Album zu tun. Und hat gesagt, er tut das jetzt mir rauben, aber einfach damit man es richtig wertet und dann wegtun. Weißt du, wenn ihr den wegtust, dann die picken ja brutal fest, das ist ja nochmal viel schlimmer, was heißt, eine Flaschstelle oben. Und dann hat er mir das einfach voll umgewickelt und jetzt habe ich es angesteckt. Und dann habe ich einfach so zu ihm gesagt, nein, ich lasse es jetzt oben, weil das ist so viel feiner. Ich traue mich dazu, du machst das wert. Du musst ja hoch auf Norm, habe ich gerade gesehen. Ja, logisch. Nein, das nicht. Ist, ja, heim tut es nochmal doppelt, weil heim reicht den ganzen Hoch aus. Das ist sehr angenehm. Das, cool. Du bist auch eigentlich. Nein, ich tue das jetzt nicht da. Wieso nicht? Nein. Für die Klicks. Okay, jetzt kommt der Fehler der Woche und zwar. Ich bin heute in die Schule gefahren, okay? Und in der Schule fällt mir auch, scheiße, oder halt, Scheibenkleister. Mein Laptop hat leider nur 10% Akku. Ja, blöd, und ich brauche ihn bei jeder Stunde. Ah ja, das... Und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem, tue ich einfach Tasche aus, habe ich ein Kabel drin. Habe ich gemeint, jetzt habe ich aber kein Kabel drin gehabt. Jetzt habe ich aber kein Kabel mit gehabt, sondern ich habe nicht den Adapter mit gehabt fürs Mikrofon für den Nachmittag im Podcast. Dann habe ich eine Weile die Runde gedenkt, bis mir gefallen ist, Michael, du bist ja mit dem Auto im Brunnen, vorauf in der Mittagspause schnell Müllwach. Dann habe ich gemisst wegen dem Kabel und wegen dem Adapter Müllwurf von heute in der Mittagspause. Schön. In Auto Pizza essen. Oh, im Auto Pizza essen? Ja. Wo ist denn also, die Pizza geholt? Den von Brunnen genau. In der Pause, das war Qualität. Gell? Wirklich? Wir retten es nicht anders. Aber so, es? Also der Patti ist mitgefahren. Er hat für mich auf die Mittagspause verzichtet. Er ist aber sehr sympathisch. Voll egal. Ja. Dann war ich nicht ganz allein. Aber was zu tun? Weil easy zu tun, ich war 5 Minuten zu früh sogar. Ah, easy sein. Ja, 5 ja. Minuten? Ja, das ist die ja, Zeit hallo. Gehabt für alles. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ist super Sache. Egal. Ich freue mich noch richtig, dass du von unserem Podcast da und die Mittagspause. Und ja, was ist das toll, dass ich ihren Gepass vergisst? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich was abfahre, aber das ist ihren Gepass. Muss ich meinen Laptop da unten wegstellen, weil er wäre gerade voll nass. Der wäre gerade brutal nass. Ja. Ist das nicht angenehm so? Regensound, ich stelle mir das volles Öl. Ja, ich glaube, im Herd man nicht. Volle Dings vor. Es müsste natürlich mehr umheben. Aber das ist irgendwie, das ist im ganzen Monat, dass es schon so leise dahin rieselt, weißt du, ganz locker. Und vor allem, wenn ich in Wetterbericht hinschaue, schon sagen sie, morgen in der Früh volle Schien und dann Nachmittag schon langsam Quellwolken, ist komplett umgekehrt, weißt du? Ja, alles Quellwolken. Und am besten gefällt mir, wenn ich Nachrichten schaue und dann kommt, wie heißt der Peterlin oder so? Ja, genau. Der ist so gut, weil er sagt jedes Mal gleich in der gleichen monotonen Stimme: Morgen in der Früh 18 Grad, Nachmittag frostige 20 Grad, Kienz in der Früh 3, Nachmittag 16. Jedes Mal, die ganze Zeit durch, dass ich mir denke: Alter, das ist der richtig. Ich richte das nicht die ganze Zeit mit der genau gleichen Stimme bei jeder einzelnen Ausstrahlung. Genau, das ist Talent. Das ist wirklich Talent. Deswegen schauen wir es gar nicht mehr zu. Und meistens stimmt es auch nicht in April. Deswegen. Wieso das ja, wo? Ich denke mal, allem, er macht mich richtig depressiv. Ich habe mir gedacht, jetzt ist Mai, okay, April macht was er will, einem kann es nicht kalt sein und scheiß weiter. Aber Mai ist gleich. Und jetzt ist Mai und jetzt Woche Homeschooling, ich gehe alle Tage vor mit dem Radfahren, halt, hat es durchgerankt. Ja.
Ja, man muss sogar sagen, vor das Wochenende haben wir so schön. Ja. Alle waren unterwegs in der Sonne ein bisschen ja. Und jetzt ist. Was? Ey, Sonnenbrand ist da. Schon extrem. Ah, du hast schon gar noch die Haut aus ein bisschen. Ja, ja, ich war aus und die creme die ganze Zeit hin, aber es nutzt nicht, weil der geht echt da. Ah, oh, ist ja nervig. Und weil ich war auf dem Berg und ich habe mir gedacht, ach, der Bates nimmt sicher Sonnencreme mit. Na. Er hat sich gedacht, ach, der Michi nimmt sicher Sonnencreme mit. Und dann sind wir beide oben gestanden und eine Sonnencreme, volle Schnee gewesen, weißt du? Ja. Perfekte Voraussetzungen. Schnee? Ja. Und volle Sonne. Mhm. Also, das ist wirklich eine gewaltige Kombination. Das ist die perfekte Kombination. Ich war ja rot, ihn richtig geleichen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin hier Samstagabend bei Gutachten gedacht. Schon ne? 20 Meter Empfehlung und Leichten gesehen. Schon ne? Ja. Ich bin bei mir waren auch und dann sagt ein Kollege du, zu den anderen, du hast so viele rote Biere, willst du jetzt endlich hinkriegen? Und dann war ich, nein, das geht schon. Ja, das ist kein Problem, das macht ja alles. Volle die ganze Zeit, das ist nicht angeknallt. Und dann noch, ja, was hätte die Jungs halt, weißt du, 10 Meter daneben, da kurz heranfahren, gekannt, eine Creme holen. Ja, was soll ich dir? Das passt schon da. Alle voll motiviert. Das ist wie wenn du wenn siehst, dass es so unhebt zu regnen. Und dann schüttet sie irgendwann, hoi, grüß dich! Was? Als ob man da jetzt so voll still sein müsste. Und dann habe ich so voll leicht Unzeregen. Und dann gehst du raus und dann kommt der Vier, nein, ich nehme keine Jacke mit, weil es wird schon nicht unheimlich zu regen. Und danach schüttet es voll die Jacke und du kommst komplett fetznass haben. Das ist auch gut. Machen wir drüber bleiben? Ja, Entschuldigung. Noch 20 Minuten. Jetzt habe ich mich voll verrückt. 20 Minuten? Oh, sicher. Mit meiner äußerst grazilen und eleganten Stimme kündige ich Yankee jetzt in Triple M. Viel Spaß. Ja, gut. Ich habe zwei drüber bleiben. Ja. Und der erste ist, dass ich jetzt endlich einmal auf dem Stand bin, dass der Muscle Up in greifbarer Nähe ist. Weil bis vor kurzem Moment haben wir mit Bandel richten, danach habe ich zwei Monate überhaupt nicht mehr getan, weil ich heim wieder gesund bin. Und nachher habe ich mit Bandel richten und davon hier zwei, drei da richten. Und jetzt mittlerweile bin ich lassen ohne Bandel einen sauber da richten. Also und das Ziel waren so Ende Sommer 5. Auf Instagram tust du schon allem so posten. Genau, ich bin ja stolz drauf. Ja. Apropos. Vor allem in Spangele-Leibele. Ja, logisch. Apropos Social Media von Adam. Morgen bringt er. Der nächste Triple-M gewesen. Ja, okay. Genau, sag du es frisch. Jetzt habe ich es schon von weg gehen, jetzt kann ich nicht wieder warten und danach. Jetzt kündigsfrisch schon. Jetzt wird es umgekündigt. Ah, okay, schon. Du hast minimal vorgegriffen. Das. Ja, okay. Okay, 20 Sekunden. Jetzt gebe ich Ruhe. Verzeihung. Okay. Nein, und zwar, der zweite Triple-M ist, dass ich heute mein neues YouTube-Video fertig gebracht habe und das ist jetzt so schlecht geworden, ich glaube, und recht unterhaltsam sein können. Was? Du bist voll in meinem Weg. Achso, Entschuldigung, das tut mir sehr leid. Jetzt soll ich vielleicht ein bisschen weiter rechts um. Danke. Und das kommt morgen um 14.15 Uhr raus, sodass jeder dafür Zeit hat, heimzugehen und einen neuen Podcast in uns zu hochen. Ah. Aber ist morgen? Ist heute Dienst? Ah, ja, stimmt. Morgen ist schon Mittwoch. Ja, ja, ja. Und dann kann jeder den Podcast unhochen und dann auch, wenn einer nicht genug Adam ungerecht hat, dann kann er sich nur das Video nachhochen geben. Genau. Nein, ist voll und gut. Ja. Weil ich und der Michi haben es schon angeschaut. Genau, wir sind nämlich VIPs. Ja, ja, VIP gezeigt. In der Psychiatrie. Das ist so ein komisches Lied. Ja. Weißt du, was mir jetzt einmal passiert ist? Ich bin auf Instagram gewesen und dann habe ich das Video gesehen und dann habe ich gedacht, nein, jetzt habe ich nicht so viel Instagram gehabt für heim. Wenn ich nach dem Muscle-Ups machen sehe, habe ich gedacht, nein, jetzt ist das weg. All die Fitness-Dings so. Und dann bin ich auf YouTube gegangen und dann gibt es da jetzt ein neues Feature, YouTube-Shorts. Aber hast du das einmal gesehen? Ja, das ist praktisch so scheiße. Ich habe gerade genau im Gegenteil sagen. Also, war gleich. Vielleicht gibt es Instagram, Alter. Ja, war gleich, das ist praktisch wie Instagram. Oder ich weiß nicht, wie TikTok funktioniert, aber ich glaube, das ist ähnlich wie TikTok auch. Weil da sehe ich fast allem seit der TikTok-Videos. Okay. Und dann tust du so Augen scrollen und dann kommt das nächste praktisch. Das gibt es jetzt überall, das gibt es jetzt auf Snapchat auch. Das ist wie Reels auf Instagram. Ja, Snapchat auch? Also, wenn du es bei Snapchat. Snapchat hat jetzt das neue Update, das ganz, ganz links ist jetzt die Karte, dann kommt der Chat, dann kommt die Kamera, dann kommen die Stories. Ja. Und dann ist jetzt ganz, ganz rechts ein neuer Button, da hast du so, hat so eine Playform. Und es ist jetzt genau das gleiche wie TikTok praktisch. Du kannst schon auf Freuden gehen, liken und ja, es sind auch teilweise die gleichen Leute auf TikTok. Na, also, aber was ich gesehen habe, ist. Aber ich weiß nicht, wie man da was aufladen kann, weil ich ihn heute mal probiert habe. Ich glaube, da musst du einen gewissen Plan. Account. Wahrscheinlich. Aber es sind nicht alle verifizierte Leute, also es sind viele verifiziert, aber nicht alle, deswegen Bock kommt. Also bei mir scheint auch verifiziert auch. Ja. Kein Plan. Da bei mir schon die Bildzeitung, mit denen schon richtig scheiße. Aber dann ist noch mal weiter rechts zu sehen. Ah, okay, noch nie das Update noch nicht, weil ich komme bis 7 hin. Dann sind wir auch noch da, das sind TikTok-Videos und jetzt habe ich erst gesehen, was sich die Leute anschauen, weil das waren, die haben Millionen von Klicks gehabt, die Videos, das ist schon links gestanden und dann ist das Herz gewählt. Das war so, ich habe mir gedacht, wer schaut sich das an? Und dann hat sich so ein E-Mails ja noch anschauen, wie du hast. Aber nicht, weil ich es gewählt habe, sondern weil, jetzt bin ich schon auf dem Video, muss man sich fertig schauen, nicht auch nur 3 Sekunden. Und dann haben sie so Parcours gemacht von Tieren.
Da war so ein Gang praktisch und hat um sie eine Reihe Klopapier aufgestellt. Ich habe das noch nie gesehen. Wo noch die Katze so durchgegangen ist? Ja, nein, Hund war es. Also, ein ja. Hund, ja. Und die Katze genau. Rennt also. Wo ich mir gedacht habe, okay. Ja, wen okay. Interessiert das? Oder was war noch? Da war noch... Ah, das hat 24 Stunden, wo sie irgendwelche komischen Gemische zusammengemixt haben und haben sie irgendwie eine Banane reingetan und dann ist ein Zettel drüber, 24 Stunden später und danach haben sie so richtig schlecht gefaked, so Gummibanane genau. Genommen und so voneinander gezogen. Wer glaubt denn das, richtig weißt? Die perfekten Fakes, ja. Ja, also wirklich, da sind wir gedacht, dann ziemlich ja, ich finde das TikTok. Extrem unnötig. Also vielleicht habe ich ein TikTok und TikTok. Aber das gleiche ist ja gewesen mit den Stories. Zum Beispiel früher hat Stories live auf Snapchat und auf Insta gegeben. Heute gibt es ja, einen WhatsApp-Status. Ja, ja, genau. Wer benutzt und dann gibt es einen WhatsApp-Status. Ja, dann gibt's genau, und dann gibt es einen Facebook. Auf Facebook gibt es die Stories. Das ist... Wo? Ich würde aber auf Facebook die Stories. Also ich bin ab und zu auf Facebook. Und sollte sie verkaufen, haben wir schon mal ein Thema gehabt. Ja. Aber haben die Storys, glaube ich, auch kein Mensch durch, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, also generell kein Mensch auf Facebook. An der Kamera Südtirol postet es dir automatisch auf Facebook hörst mit. Und bloß sind Aufrufe von drei und dafür sind sie echt 100, 200. Von der Kamera Südtirol, aber das glaubst du schon nicht. Was 100, 200? Aufrufe. Auf Instagram? Ja, auf die Storys. Ah, sieht man soll? Ja. Ah, nicht gewusst, ich hätte mal gewusst, ich glaube bei meinem Account nicht 91 Mal eine Story gemacht oder irgendwas. Deswegen bin ich komplett draußen. Ja, fett. Das ist wieder mal die Qualität. Okay, Kim, jetzt mache ich eine krasse Überleitung. Okay, seid ihr das bereit? Nein, ist noch eine Rubrik. Soll ich mich? Eine Frage ist noch. Die Frage, ich mache mal die Überleitung. Okay, ich mache jetzt mal die Überleitung. Und zwar haben wir gerade schon von Triple M von deinem Video geredet. Ja. Um was geht's denn in dem Video? Um was geht's in dem Video? In dem Video geht's, da habe ich so Highlight-Clips gesammelt, da habe ich 50 Highlight-Clips noch gehabt, weil ich an vor einer Woche mittlerweile Swim geladen. Nein! Ja. Erzähl! No. Das ist einmal gewiss. Nein! Scheiße! Das schockt mich jetzt! Ich hebe mich. War das ganz ein spontaner Entschluss, oder? Weil er ist schon. So mit voller krasse Voice-Cracker schon gehört. Ich selber? Nein, von ihm. Ah, ich gehört. Das ist jemand von mir, nämlich nicht draußen. Nein, ich habe so wieder außen geschoben und wirklich vor mich hingeschoben und das war ein bisschen geplant, war es schon. Ah, okay. Und ich bin jetzt in der Ausbildung für Schwimmlehrer, also bin ich nach wie vor im Schwimmbad, aber hat nicht mal so gelegt. Ja. Zusammen ganz schnell, so mit war ich. Und das Training von Battis und von Simon mitgestalten. Ein Highlight, also richtig scheiß Seitennägel gelassen. Was ist das schon richtig geil? Also eine Seitennägel gelassen, weißt du? Ja, eine Serie. Was also ist das? Eine Übung. Ah. Was halt 10x50 und. Im Wasser was. Praktisch? Ja, ja. Ja, ja. Also, ja, er hat das Schwimmtraining mitdesignt, okay, sagen wir. Ah. Und er hat dann halt Übungen reingetan, die was scheiße sind. Ah, okay. Genau. Oder wahrscheinlich strenger sein. Highlight gewesen. Was gibt es denn da für verschiedene Übungen im Schwimmschat? Nein, du schwimmst nicht einfach, Leute. Im Schwimmtraining gehst du nicht einfach ins Wasser und schwimmst noch ein Kaulabor länger. Ah, ich habe schon gemeint. Irgendjemand die Plastikdinger, die sind für die kleinen Kinder. Oder nein, bist du das immer her? Die Brettlampe. Ja, die Brettlampe. Logisch, nein, heißt nicht jeder her. Ah, jeder. Wenn du Beine-Training machst. Nur gewusst. Ja, weißt du, ich mit meinen Schwimmkenntnissen. Ja, ja, von den Schwimmlehrern bei mir darfst du schon mal machen. Da geht's richtig auf, dann machen wir die oben fertig. Ah, machst du nein, Schwimmlehrer? Nein. Aber ich bin so ein Assistent, ich stehe neben der Pfeife. Eben, und mit der Kamera. Ja, genau. Er kann eventuell schlecht ausgehen. Eventuell. Er war wahrscheinlich gleich gut, wenn du Skifahren gehst. Ja. Und mir ist wahrscheinlich. Er war auch gut. Skilehrer. Genau, gehen wir nächsten Mittag mal Skifahren. Ja, und auf voller Fälle habe ich alle Highlight-Clips gesammelt und relativ einfach cut zusammengetan. Also ich weiß Musik dahinter, sondern alles eher Raw-Sound geladen. Und zwischendurch so ein paar kleine Effekte gespielt. Und ich mich selber dann ganz der Fetz beschneiden, weil ich die meisten Videos selber nicht mehr in den Kopf gehabt habe. Was mir ja schon 1000 Videos auf dem Handy und dann gehst du dann einmal durch und dann, oh, das war ich am Anfang. Ich weiß, seit wann schwimmst du? Seit 11 Jahren. 11 Jahre? Ja, aber die Videos sind leider Gottes von den letzten 4 Jahren. Er ist schon in Schule. Ja, okay. Richtig. Ja, aber es ist als Kind elf das Jahr nicht so krasse Videos. Er ist schon brutal viel, gell? 11 Jahre ist viel, ja. Wohl, hey. Schon ein bisschen Zeitspanne. 11 Jahre. Wenn ich 17 Jahre alt, 11 Jahre bei den Athleten gewesen. Kommt schon ein paar Stau. Ja. Er ist wirklich brutal. Ich bin seit 18 Jahren Hinterfan, ich hasche. Du, jeder hat irgendwas erreicht in seinem Leben. Ja, genau. Ja. Aber bei mir ist es mit mehr Schmerz verbunden, als mit Freude und Dings. Die halbe Zeit zumindest. Und gut, ist eine Frage. Oder ist keine Frage. Aber sie hat irgendwas gesagt. Wohl jetzt schon eine Frage, also, okay. Egal, ob die Fragen interessant sein oder ob sie der Garage gestellt hat, jetzt kommen wir zu der Rubrik Question of the Week. Viel Spaß.
Was ist das jetzt für eine Frage? Ist das ja, eine Rubrika? Ja, ja, okay. Haben wir ja schon letzte Woche auch gehabt. Okay. Und zwar war meine Frage, dass wir das mal mit bringen, ein Interview ist mir nicht zufällig gekommen. Ob es so ein Traum, der was aber komplett unrealistisch ist. Also von mir aus, ob der große Traum das ist Sprint, aber das meine ich also, das, ich habe gesagt, ungewählt Model wert. Also. Ich habe es zuerst gewählt bei dir so, weil ich, nein, du kommst Karate, gehen wir uns gleich raus. Ich habe schon umgeschaut gehabt. Da warst du auch richtig einen unrealistischen Traum. Dann was man hat das irgendwie im Hinterkopf hat. Ich weiß nicht, ich erinnere mal ein Beispiel. Mich fast nie meine Träume. Nein, nein, das ist nicht der Traum, was ich die Nacht träume. Sondern so ein Wunsch für sich selber. Ein Wunsch. Ja, also kommt doch auch schon Drama, dass er Model wird. Ja, kann was sein. Ein Wunsch hat sich. Ja. Aber wie sagt ich gar nicht was? Das ist ja. Sag du einmal. Du hast die Frage. Ja, ich weiß. So ein Wunsch, okay, zum Beispiel war für mich ein Wunsch, ja klar noch. Jetzt kommst du. Dass ich mit YouTube einmal so viel weit komme, dass ich. Von seinen paar von Millionen verdienen. Nein, aber ich meine, bin ich ja schon mit einer Kapazität-Rolle. Ja, nein, da brauchen wir kein YouTube mehr. Nein, eben. Dass du sagst, mit YouTube komme ich so viel weit, dass die Aufrufe dementsprechend stimmen, dass ich das Hobby dual finanziert, sprich, dass ich die Radler, wenn ich Radl. Gern hat der Neues, dass ich einfach dementsprechend damit billiger kriege, wenn ich auf denselben Punkt komme. Das war für mich so ein Wunsch. Billiger heißt, du zahlst mit der Einnahme von YouTube, machst jetzt? Nein, nicht einmal Einnahme von YouTube, uns, weil du diese bist. Einnahmen, du machst. Du Werbung? Ja, ein bisschen durch Werbung finanzierst du das aber nicht. Also ich weiß, dass ich auch kriege Radl und 10.000 Euro im Monat überhaupt. Wenn ich bei Radl in Galling so ein paar Prozente kriege, bin ich schon happy. Also das war schon geil. Ja, das ist jetzt so mega unrealistisch. Ja, war, ich meine, ja, was bringt mir, wenn ich davon traue, dass ich in Galling 10.000 Euro im Monat kriege, weil ich Radl mache, keine Kamera, und dann bin ich enttäuscht und das kann dort eventuell erreicht werden. Genau. Boah, so gut was, ich will jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nichts. Das sind Fragen, das sind zu überraschend. Also, weißt du, wieso dass ich vorbereite? Sicher, dann wieso dass ich vorbereite? Nicht was, was mir doch nicht dient. Ja, logisch ist es nicht authentisch, aber. Ja, das ja, ich ist, weiß das nicht. Ist ja gut. Ja, überlege mal. Überlege mal. Aber gleich. Du hast schon gesagt, du wärst jetzt schon überlegt. Irgendwie fände ich das lustig, wenn ich. Boah, stell. Nein, hey, war gut. Das ist jetzt eigentlich nicht einmal ein Wunsch, das war mir relativ wurscht, aber es war einfach lustig. Stell dir einfach mal vor, so ein richtiger. So ein richtiger Typ einfach wie ich, so ein richtiger Normie, geht in so einen Boxring mit dem, wer ist denn momentan, der Anthony Joshua oder so, und haut ihn voll Wahnsinn mit so einem Knockout, erster Schlag einfach. Das war cool. Irgendwie voll lustig. Auch wenn es total unrealistisch ist, aber es muss nicht einmal ich sein. Allein wenn es jemand anders tat, das nie das schon wirklich machen. Mensch, ja, einen guten Wunsch für dich, und zwar, dass die Formel 1 immer ran ist. Boah, hell ist ein sehr guter Wunsch. Hell ist ein sehr guter Wunsch. Die Formel 1 und das nicht mehr allem die gleichen gewinnen. Ich war sehr unrealistisch, aber es war nett, wenn nicht die Mercedes seit 20 Jahren allem die Meisterschaft gewinnt. Er war super. Die Formel 1 Meisterschaft zugestellt. Oder? Nein, glaube ich, es ist jetzt 10. oder? Ja, weil der Schuhmacher noch gewesen ist, haben wir eine Zeit lang. Ja, ich weiß. Aber er ist jetzt 20 Jahre her. Der letzte, was gewonnen hat, war, glaube ich, der Räikkönen. Der Schuhmacher. Weiß ich nicht. Glaube ich. Angaben ohne Gewehr. Angaben ohne Gewehr. Genau. So wie im Fernsehen. So. Diese Angaben sind wie gewöhnlich ohne Gewehr. Bei die Lottozahlen. Bei Dings, du da, bei den Dings ist ja gut, bei den Corona-Dings, was du machst, bei den Zettel, was du ausfüllst, da steht Alben, Angaben zu einem gültigen Dokument. Und die weißt du nie, was ich hinschreiben soll. Aber ist das nicht? Was leider war denn das jetzt? Wohl, wenn ihr irgendwas ausfüllst, zum Beispiel um ihre ECTL gehabt, haben sie mal hingegangen. ECTL ist der Computer. Ah, jetzt bin ich gemeint beim Corona-Test, was ich mache. Nein, du gehst hin und den Zettel. Nein, die Ausweisnummer hinschreiben. Ich weiß nicht, ich schreibe doch, was ich hinschreibe. Das ist gar auch schon. Nein, Identitätskarte. Er muss die Nummer raus. Ja, ich muss gedacht, aber ich kann die Nummer nicht auswendig, dann denke ich mal, Identitätskarte. Nein, die halbe Zeit. Okay. Dann schreibe ich Identitätskarte dran, dann denke ich mir, ja. Das lese ich dir ja eh nicht durch, das tiene ich alle in so einem Bock hin. Das ist wie bei der Unterschrift runter, da kannst du auch hinmachen, was ja, du willst. Ja. Ich mache in letzter Zeit alle mal so Wischer. So. Schöne? Ja. Ja, weil oben bei den Zettel von ECTL steht ja Name und danach steht Vorname, okay? Ja. Und der Lolo von meiner Klasse hat nicht gewusst, was er noch bei Namen schreiben soll, wenn er einen schon Lorenz hingeschrieben hat. Oh Gott. Wie schlecht. Oh Gott. Oh, ist schlecht. Da ist zweimal Lorenz gestanden. Nein, wirklich. Weil Name ist Lorenz und Vorname ist auch Lorenz. Was auch gut also Lorenz. Und auch, dass ich augierig, was der Scheiß soll. Ja, echt. Da können echt die machen von Dokumente, wenn es so viel. Was noch allem gut ist, ist die Skillcard-Nummer.
Aber heute müssen wir nicht schreiben. Alle durchstreichen. Was ist das? Wirklich? Wir haben ja nicht einmal Skills gehabt. Ich habe schon so eine Skillcard Nummer. Wieso hast du nicht? Wo? Da hängt gerade so ein Zettel in der Klasse, da steht alle Skillcard. Und dann gehen 20 Leute gleich zu einem kleinen Zettel und schreiben das Skillcard. Ach, also ich lasse in meinen 4 Jahren CDL-Karriere noch nie. CDL-Karriere. Hast du ja das Beste der CDL-Karriere. Dann sitzt du in der Stadt vor der Berufsschule und dann kommen die einen raus. Und dann sind alle. Wieso du jetzt? Weil wir es ansprechen, wir dürfen es in der Schule machen. Ja, nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich wirklich nicht. Wirklich. Sprachen ja, wir haben ja jetzt CDL-Räume in der Schule. Ja. Leider zu viel. Ist selbst schlecht. Das ist ja eine Prüfung pro Semester, pro Klasse oder so. Wir haben keinen Wallerfrisch in der Schule machen. Nein, geht nicht. Ist ja gleich. Auf jeden Fall ist es ganz gut. Weil die Leute nachher kommen und sich schauen, ganz genau der ist geflogen. Ja. Genau der da in der Mitte, der hat so ein passendes Gesichtsdings, dass du sagst, der ist geflogen. Ja, ja. Das sind einfach halt die Prioritäten. Da gibt es auch die Leute, die sich voll in die steigern. Für die ja, oder die, was voll können lernen auf DC. Ja. Das so geht schon voll gut vorbereiten, well prepared. Und links da international Englisch auch ein bisschen zu kennen. Ja, logisch. Für die internationalen. So, die ganzen Anglizismen, was wir da einbringen müssen, sind schon wichtig. Nein, starten voll viele Autos. Voll. Die ganze Zeit. Da hat er extra gesagt, ja, nein, Nachmittag ist schon recht gemietet, ich die Baustelle gehört nicht und dann jedes Mal einfach. Ich gesagt, Sonntag hat die Baustelle ja. Nicht. Ich war schon Sonntag. Schon scheitert Sonntag, hätte ich gewusst. Ja, hab auch Lust auf Empfehlungen der Woche. Hey, und ich hab Lust. Hell, ihr. Ja, cool. Ich glaube, es ist fast geschafft, jetzt können wir nur die Empfehlungen der Woche, damit das rausfindet, was es schauen, dienen und hochen sollt. Nicht sollt, Mist. Ja, cool, wie schlechte Reaktion gerade cool. Ja, cool. Danke. Will jemand umheben? Ich hebe um. Nein, ich hebe nicht umheben. Ich habe bis jetzt Paula-Kategorien umheben. Hebe du um. Soll ich jetzt umheben? Ja, du sollst nicht umheben. Okay, also. Könnt ihr das eigentlich erinnern? Ich weiß nicht mal, welche Folge das war. Der war halt auf alle Fälle nur digital. Also, der war auf alle Fälle nur digital. Und Sam und Nisa haben wir ungeteasert, dass sie ganz auf den ASMR Raffi Taffi schaut, gell? Und heute empfehle ich ihn, aber sein Instagram-Account. Ja. Der ist so cool, weil der macht dann so voll keine coole Reisen mit seiner Frau. Das schauen wir jetzt an. Und das ist Mikro-Cuts, gell? Und das ist halt voll keine amüsant und er ist voll keine chilliger Typ und er hat alles so, ich will jetzt kein Blödsinn sagen, ich glaube, er hat dort einmal 10.000 Abonnenten, obwohl er auf YouTube so, kein Plan, 800.000 hat oder so. Aber halt auf Insta halt eben gar nicht und da ist das voll keine cool, weil es dann halt so, weil dann kann ja die Fragen Sticker da stellen, wo einer Fragen stellen kannst und egal was du da fragst, er geht halt allem auf alles ein, weil du halt wahrscheinlich so 10 Leute was schreiben musst, dass er nicht viel Follower hat. Und dann ist das halt so voll keine cooles. Ich denke mal bei den großen Instagram-Kanälen, was noch Fragen schreiben und du warst von vorhin an die Frage beantworten sie 1000%ig, danach kommen 2 Fragen, was sie beantworten. Er geht mal voll auf die Sache. Eben deswegen, das ist voll keine cool, das kann ich jedem empfehlen. Perfekt. Geil, jetzt schreiben wir schnell auch, wie jetzt kosten. Jetzt löscht mal meine grandiosen Dings haben wir nicht markiert drunter. Wenn sich echt jemand sehen will, von denen ich ganz stark ausgeheim, kann er mir gerne schreiben. Okay. Kann er an der Kasse Tirol links schreiben, dann macht es der Adam, dass er organisiert das. Ja, gerne. Ich schicke dann die ganzen Links. Genau. Solitin oder bist du? Wie schaut die gerade um, deswegen fällt es aus. Also in einem Film, und der Film ist ein italienischer Film, und der heißt Questione di Karma. Okay. Und das ist ja so eine Komödie. Und da geht es darum, dass sich. Das ist wirklich eine Komödie. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen zart, aber das ist voll lustig, wie sich von so einem kleinen Bub der Vater selber umbringt, Suizid begehrt. Boah, hey, was? Gut. Was? Nein, ist lustig. Ich habe ja gesagt, das hebt zart an, aber ich mache es voll gut. Okay. Und der Bub, der ist halt noch irgendwie in seiner eigenen Welt. Der ist eigentlich hochintelligent, aber irgendwie er ist nicht so gut mit sozialen Kontakten und er ist mit allen so viel zu nett und so. Und dann liest er ein Buch von Karma und dass die Seele praktisch all mit einem anderen Körper hineinwandert. Und dann geht er zu dem Typ, was das Buch geschrieben hat. Und der Seth sagt ihm halt in Namen und von dem neuen Typ, wo sein Papa in den Körper hingegangen ist. Aber hast du das verstanden? Ja, alles klar. Ja. Und dann geht er zu seinem Typ hin. Und ist der noch nicht jünger wie er? Der ist ungefähr gleich halt. Ein bisschen jünger wahrscheinlich. Dann haben wir ihn auf die Welt kämpfen. Ja, nein, er muss ja jünger sein. Ja, ich habe einen Denkfehler gehabt. Aber vom optischen ja. Und wie alt ist das Kind? Wie, welches Kind? Also der Hauptdarsteller. Ah, das ist noch so 40 oder so. Ah, du machst einen Zeitsprung. Genau, du machst so einen gewaltigen Zeitsprung. Okay. Und dann reden die Eltern reden halt dann drüber, dass der Bub das halt nicht recht verkraftet hat. Und der geht noch da hin. Und dann ist der Typ, und der will am Anfang von dem gar nichts wissen.
Weil, was sagst du noch? Ja, aber noch hat er Geldprobleme. Und da lass es jetzt einfach mal und schau gleich den Film an, weil es ist wirklich, es ist voll eine voll gute Idee und es ist noch voll lustig und zum Schluss ist auch so ein Happy End. Was war denn das gerade? Ein Kind, glaube ich. Ja. Ah, wirklich? Ja, ein Kind, glaube ich. Okay. Ja, ganz lange haben wir ja nicht mehr. Dann empfehle ich noch zwei Sachen. Und zwar empfehle ich einmal die zwei neuesten Videos von Sascha Huber. Okay. Ich weiß nicht, ob sie jemand von euch gesehen hat. Er macht ja auch wieder so Fitness-Challenges für die Armee oder für Dings. Und das muss er bei einer österreichischen Jagd. Genau, also die Spezialeinheit. So. Die Spezialeinheit. Und es sind drei Tore, bis jetzt sind erst zwei heraus. Und der erste ist so ein richtig krasser Fitness-Test, wo Sascha Huber auch kratzt, aber wirklich, er schafft den letzten Tore nicht. Also ist extrem potent. Ich muss auch mit den Geräuschen mit der Hintergrundkulisse natürlich wieder weiter. Eben. Und der zweite Teil müssen wir so durch so einen Parcours und das ja Geißel retten, also so eine Simulation, und das ist auch extrem cool und er macht es recht gut eigentlich. Und ja, er ist ja selber aber Militär. Genau, ja. Stimmt. Mhm. Du Sascha Huber? Ja. Haben wir gewesen, ganz sicher. Wenn du Militär bist, dann wärst du, das hat er ja selber schon mal gehabt, alle so gern Blödsinn. Er weiß jetzt schon, also circa alle zwei Jahre oder so, wird er für einen Monat hingezogen. Weil er ist sogar was Herres, also er ist jetzt so der ganze Tiefste. Deswegen hat er ja, ist gerade das ganze Zeug und das ist jetzt nicht so viel brutal lang her. Ein halbes, dreiviertel Jahr ist das her, dass er jetzt schon hingezogen wurde. Ja, früher hast du sogar Militärpflicht gehabt, ja. Wie lange? Ein halbes Jahr oder so? Keine Ahnung. Boah, wenn es hell noch war, sie hat mich ganz stark beim Militär, sage ich ganz ehrlich. Und die zweite Empfehlung von mir heißt POP, also Pop ist ein Album von Finn Kliman. So kenn ich den Typ. Noch nie gehört. Der ist YouTuber, hat zwei extrem erfolgreiche YouTube-Kanäle. Einen, was wie er heißt, Finn Kliman, und der eine heißt Klimans Land. Klimasland 600.000 Abos und der eine 500.000 Abos. Und der ist sonst Webdesigner, hat den Gallingen Hof gekauft, hat zusammen mit NDR eine Serie produziert, wie er den Hof umgebaut hat, und dann ist nach vorne gekommen, ja, er hat einen Scheißgrill, er will einen Gräser Grill. Und dann hat er hergegangen und gegoogelt, wo kann ich einen Grill kaufen oder wie mache ich einen neuen Grill. Nein, er hat es einfach probiert. Hat einfach getan. Ja, das ist ein extrem geiler Video. Also, will er den Grill zusammenschweißen und vergisst die Handschuhe und verbrennt sich. Boah. Und einfach versuchen und scheitern und versuchen und irgendwann ein bisschen hinkommen. Okay, ist aber cool. Gefällt mir. Und extrem unterhalten, extrem geiler Typ. Mach und du auch. schon gut den Kopf ausgeplant. Ja, genau. Und eben in Galling hat er sich entschieden, er macht als Ausgleich gerne wieder Musik. Und zuerst hat er die Musik gelaufen für die Videos im Hintergrund. Und in Galling ist 2018 das erste Album entstanden, heißt Nie. 2020 ist das neue Album rausgekommen, eben Pop und extremer Meisterwerk. Also von mir ist das alles selber produziert, ingesungen selber und der Kornwanzing Feature Gast, alles er selber. Mhm. Relativ tiefgründiger Themen, die gewissen Songs sind also richtig witzig, die waren richtig debris und einfach die Beats sind extrem gut gemacht. Okay. Ah, genau, und die beste Story: er ist jetzt hier ein Plattenlabel hingegangen und hat gesagt, du, ich bin ja voll bekannt, ich verkaufe das noch. Er hat es wieder selber probieren gewollt, er hat einfach selber ein Plattenlabel gegründet. Ja, so hat er die CDs selber ausgeliefert und alles. Gerzeli kannst du einfach ein Label gründen. Ja, yes, ja. Er hat auch gewählt, ein Produkt schreiben und hat noch selber links gegründet. Kann mir auch ein Label gründen. Ja, perfekt. Er hat sogar einen Podcast, wo er erklärt, wie man ein Label gründet. Wirklich? Ja. Und was bringt ein Label? Was du schon so eine Musik? Ja, das rein theoretisch kannst du nur mehr Prozent selber inkalten. Ah, er vermarktet praktisch deine Musik. Genau. Ah, okay. Aber du musst auch viel mehr Dinge, die wird nicht da. Ja, nein. Aber du trittest korrekt, ja. Ja, hey, danke für die Erklärung. Auf das war ich noch nicht gefragt. Ja, ja. Nein, ich habe gefragt, was ein Leben grundsätzlich ist. Nein, du hast gefragt, was bringt das? Eben. Nein, eine Vermarktung habe ich gefragt. Ja, ich habe gefragt. Was ist das für eine Stimme? Still. Ich sag gar nichts mehr. Ich habe gefragt, was er vermarktet. Hey, ich sei mal vor. Ob es eine Vermarktung war. Mit dem Satz lassen wir es. Der Garage ist still, wir sind alle vor. Nicht mehr sagen, geht aber tschüss sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Sobaldes Video. Sobaldes Video. Tschüss. Ketzel. Was muss er denn sentieren? Ja, und auf teilen, URL kopieren und nachher links schicken. Das kannst du dann auf den Schluss lassen, dass er alle anleiten.